Wenn man es vergleicht zu seinem Vorgänger, dem F5 Tiger, dann liegen wir mit der PC21 mit 90% weniger Emissionen und 50% der Kosten. Eine sehr effiziente Art, Militärpiloten auszubilden. Des Weiteren ist das ganze Mission Planning System Hornet-Ops. Das heißt, der junge Militärpilot, welcher von der PC-7 kommt, lernt schon auf der PC-21, wie die Missionen vorzubereiten sind, wie auch die elektronischen Eingaben zu tätigen sind in den Systemen, damit sie dann auch im Flugzeug verfügbar sind. Somit ist der Umstieg von der PC-21 auf den Jet nicht mehr so groß. Die PC-21 verfügt über eine einzelne Turbine mit ungefähr 1500 PS und auch das Display von Standbahn im Gebirge ist für ihn eine besondere Herausforderung. Die 1500 PS liefern ihm genug Leistung für seinen Auftrag. Muss er aber ein Display hier in der Höhe fliegen, dann gilt es ihm genau. Geschwindigkeit, aber die Möglichkeit mittels Höhe sogenannte potenzielle Energie zu erarbeiten. Also die Höhe, die er sich da erfliegt, die kann er danach wieder in Geschwindigkeit und Beschleunigung. Das ist wohl der angenehmste Teil für ihn, die negativen Gegenden. Wenn nach außen rum das Flugzeug in die Nase gestoßen wird, dann sieht es nicht. Sie können es vergleichen mit einem Lift, mit einer Liftfahrt, welche nach unten geht oder nach oben geht und dann mit einem Nothalt zwischenendet. Es ist etwas unangenehm, aber auch das wird natürlich trainiert. Auch pushes the low-level speed and performance of the turboprop in an area that was previously exclusively reserved for jets. With its fleet of 8 PC-21 and its state-of-the-art cockpit, the Swiss Air Force is able to train the future. Train the future jet pilots as efficient and as close to the updated order as technologically possible. Compared with its procedure, the F-Flight, with only 10% of the emissions and only 50% of the costs of the F-5 Tiger. It's like Hot Shots, right? Einmal drehen und dann sind alle Kreditkarten im Fenster. Ja, Mann, jetzt in 1,5 Stunden 100.000 weg. Noch eine kleine Erklärung: 370 Knoten. Wer sich jetzt fragt, wie viele Knoten rechnet man in Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde aus?
mal 2 minus 10%. 700 km pro Stunde und nahtlos geht es weiter. Bitte schauen Sie Richtung Interlaken. Die 4 F5 Tiger. Das war gut, ja, Miki. Kleeblatt nennt sich das darum, weil wir im Zentrum sind, die Zieler sind im Zentrum und die Flugzeuge bewegen sich rund um uns herum in Zweierformationen und schießen aus verschiedenen Richtungen in kurzen Abständen. Today's program is special, not out of the ordinary for us. We'll demonstrate to the following things. Sind schon ganz weg und nur dann hörst du. Ja, weil wir Distanz haben.
Und das war dann bis Anfangs in die 80er Jahre. Sehr gute Dienste leisten als Aggressor für die Air Force und die Marine Corps Navy. Und 2004 bis 2008 hat man 12 Flugzeuge an Österreich verleased. Die waren noch nicht ready mit dem Eurofighter und hatten eine Lücke in der Bereitschaft. Und dann haben die dort betrieben, die kamen dann wieder zurück und heute fliegen wir noch mit 26 Flugzeugen. Also eine bewegte Geschichte, Nachbarschaftshilfe, wie es besser nicht sein könnte mit Österreich. Wenn wir zurückblicken, gibt es Highlights in der Geschichte der F5, nebst den Zahlen, was mit dem Flugzeugbestand passiert ist? Ja, es gibt natürlich viele Geschichten und vor allem interne Geschichten, die lustig sind, die man erlebt hat als F5-Pilot mit allen Milizpiloten zusammen. Aber da reicht die Zeit jetzt nicht, um einige zu erwähnen. Aber speziell ist sicher, dass wir 2018 heuer 40 Jahre F5-Flugzeuge. Die Flugzeuge sind sehr zuverlässig, einfach zu bedienen, aber selbstverständlich sind sie nicht mehr state of the art und sie sind veraltet. Sie sind länger im Dienst oder waren länger im Dienst eigentlich als die Ehrenvollen Hunter oder auch die Mirage. Und seit 23 Jahren ist es das formschöne und schnittige Flugzeug der Patrouille Suisse. Da hat man natürlich die Urbegeisterung eines Patrouille Suisse-Piloten und eben des Flottenchefs natürlich raus, wenn wir in die Zukunft blicken. Wir werden den F5 ja nicht verlieren am Schweizer Himmel. Ist er dieses Jahr das letzte Mal schießen unterwegs? Ja, die Armeeführung hat entschieden, dass die Flugzeuge entwaffnet werden und wir verschießen also heute die letzten Patronen und morgen dann auch die letzten Patronen der Übungspatrone. Ja, und wir brauchen das Flugzeug. Wir sind quasi Feinddarsteller. Scherwinden, die wir da erleben, andere Winde unten wie oben und so weiter, das wird nicht ganz einfach sein, um hier in der Formation zu bleiben. Er hat auch schon erwähnt, dass er einen Meter weiter befohlen hat zu fliegen als normal. Und wir sind jetzt gespannt, was die Jungs da leisten. F5 Flugzeuge, die sie